Zumindest was die Erwartung betrifft, sind die heutigen Nvidia-Zahlen vielleicht so etwas wie der Super Bowl der Finanzmärkte, könnte man sagen. Die Erwartungen sind riesig. Alle sprechen davon, das ganz große Ding, das Wichtigste überhaupt in diesem Jahr etc. etc. Mal sehen, ob es so kommt oder vielleicht die Dinge doch ein bisschen kleiner gekocht werden. Eine Medaille hat da bekanntlich drei Seiten, die Vorderseite, die Rückseite und eben den Rand, könnte man sagen, und so ist alles möglich und das Gegenteil davon. Wir wollen uns im Vorfeld des heutigen FED-Protokolls und vor allem der Nvidia-Zahlen mal die Dinge anschauen, die Stimmung anschauen, die faktische Lage anschauen. Hier sehen wir mal ein paar Tweets zum Beispiel mit diesem Bild: Wenn die Nvidia-Zahlen nicht wirklich toll sein sollten, dann hier die totale Katastrophe. Hier sieht man, wie Jesus sozusagen Nvidia die gesamte Weltwirtschaft auf seinen Schultern trägt. Sven Henrik sagt, ja, jetzt sind wir so weit, dass der Aktienmarkt an einer einzigen Aktie hängt. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es steht schon etwas auf dem Spiel. Gar keine Frage, es steht das Goldilocks-Szenario auf dem Spiel zum Beispiel. Goldman Sachs nennt ja Nvidia the most important stock on earth. Man erwartet ja bekanntlich einen 11%-Move hier durch die Aktie, oder die Optionsmärkte preisen das ein. Das wäre die zweitgrößte Bewegung einer Aktie mit den Zahlen, was die Marktkapitalisierung betrifft, nach Meta, die ja kürzlich ihre Zahlen berichtet hatten. Damals waren es, glaube ich, knapp über 200 Milliarden Dollar, die hier durch Facebook oder Meta hinzugewonnen wurden. Damit hatte aber damals keiner wirklich gerechnet, dass das eine solche Bewegung werden würde nach oben in dem Fall. Jetzt sind alle sozusagen in Abachtstellung und erwarten die ganz, ganz große Bewegung. Aber eins ist schon klar. Erstens würde Nvidia enttäuschen oder eben noch besser sein als erwartet. Dann zieht das auch andere Aktien mit. Es geht hier schließlich um die KI-Euphorie, die aufrechterhalten werden muss. Also wenn die Zahlen wieder ganz toll sind, dann würde eine Microsoft steigen, also das Schwergewicht schlechthin, dann würden andere Tech-Aktien steigen und so weiter und so fort. Aber wenn das nicht passieren würde, dann wäre sozusagen diese KI-Euphorie-Erzählung ein bisschen angeknackst und dann könnte es schon ein bisschen ungemütlich werden. Wir werden sehen, wie die Zahlen ausfallen werden. Hier sehen wir mal, was passieren würde mit den Indizes, wenn jetzt eben eine 10,5% Bewegung kommt bei Nvidia, wie sie am Optionsmarkt eingepreist ist. Das würde beim Nasdaq 100 lediglich 0,53% ausmachen. Wie gesagt, wenn man nur jetzt Nvidia isoliert betrachtet, aber ich denke, da hängt eben schon mehr dran, weil eben andere große Tech-Aktien auch reagieren oder der Aktienmarkt insgesamt reagiert. Wir sehen, beim S&P wäre das eine Bewegung von 0,43%. Also vielleicht gar nicht so viel, vielleicht doch sehr viel. Wir werden sehen. Jedenfalls Joseph Fahmy hier mit der sarkastischen Bemerkung: Also heute diese Zahlen von Nvidia, das wäre das größte Ereignis eures Lebens, wichtiger als eure Hochzeit, wichtiger als eure missratenen Kinder und so emotional, als würdest du deine Schwiegermutter aus dem Flugzeug schubsen. Das bringt so ein bisschen mal Humor in die ganze Sache. Cameron Dawson, die ich sehr schätze, weil sie sehr kluge Sachen sagt, sagt eben, natürlich sind die sehr wichtig, diese Nvidia-Zahlen, für das Sentiment, denn praktisch aus jedem Sektor sind die Geldflüsse neutral oder sogar negativ, während eben die Geldflüsse in Tech durch die Decke geschossen sind, also dementsprechend ist da schon was dabei. 239% hat die Aktie 2023 gewonnen, 40% bereits dieses Jahr. Man könnte sogar sagen, aufgrund der Price-Earnings-Ratio für die zukünftige Erwartung wäre das jetzt gar nicht so dramatisch bewertet mit einem KGV von, naja, 35 etc. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie die Zahlen reinkommen. Es ist die Hülle für so viele Hoffnungen und Träume, so sagt es Dawson, die wir vorhin gesehen haben. Und ja, da steht viel von dieser Euphorie auf dem Spiel. KI wird alles ändern, wird die Welt effektiv machen, wird die Unternehmen in die Lage versetzen, weniger Kosten zu haben, dadurch profitabler zu sein etc. etc. Für die Indizes steht eben auch viel auf dem Spiel. Denn
Alleine Nvidia hat für ein Drittel des gesamten Anstieges des S&P seit Jahresbeginn gesorgt. Also da ist schon etwas der Fall. Und auch beim Nasdaq, charttechnisch steht etwas auf dem Spiel. Hier mal anhand des Triple Q, also des Nasdaq ETFs. Hier sehen wir, da sind wir seit dem Aufwärtstrend, seit dem Tief Ende Oktober eigentlich schon rausgefallen. Aber wir verteidigen noch eine wichtige Unterstützung. Und hier wird es eben darauf ankommen, die zu halten, wieder reinzukommen in diesen Aufwärtstrendkanal, sonst wäre da schon ein gewisses Fallpotenzial, wie der eine oder andere meint. Ja, most important stock on earth, so hat es Goldman Sachs Trader Scott Rubner genannt, aber es ist natürlich eine immense Konzentration in diesen Tech-Aktien, gar keine Frage, über ETFs, über die Tatsache, dass Vermögensverwalter, Geldverwalter mit müssen. Wo warst du? Hast du Nvidia nicht gehabt? Was? Du bist ja bescheuert. Ich kündige. Bei der letzten Veröffentlichung der Zahlen war es sehr, sehr volatil. Die Aktie erst massiv gestiegen, um dann letztendlich doch am nächsten Tag dann leicht negativ zu schließen. Also das war ein ziemlicher Ritt damals durch dieses Zirkelgeschäft mit einem Unternehmen, an dem Nvidia sehr große Anteile hält. Dieses Unternehmen CoreWeave hat sich Kredite besorgt, die wiederum kommen von Aktionären, Großaktionären von Nvidia. Und Nvidia hat dann genau beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, wie hoch diese Kredite waren, mit denen das Unternehmen wiederum Nvidia-Chips gekauft hat. Also vielleicht wird es wieder ein bisschen Financial Engineering geben, dass also Nvidia, naja, sagen wir mal, ein paar Firmen gegründet hat oder Firmen unterstützt, irgendwelche Chips eben zu kaufen. Wir wissen es nicht, aber die Herrschaften haben in dieser Frage schon eine gewisse Historie. Hier geht es auch um die sogenannten Lead Times, also die Zeiten, wie lange Nvidia braucht von Bestellung bis Auslieferung eines Chips. Da sagt eben Sanford Bernstein, ja, da hat sich diese Lieferzeit offenkundig von 8 bis 11 Monate auf 3 bis 4 Monate verkürzt. Und jetzt ist die Frage, ist das, weil man sozusagen die Produktion so stark verbessert hat, das Angebot so stark verbessert hat, oder ist das ein Zeichen für schwache Nachfrage? Beides ist möglich, wir werden sehen. Vor allem ja Datacenter, der ganz große Sektor, der hier im Fokus steht. Jim Cramer hat gesagt, Nvidia ist noch lange nicht an seinem Peak, trotz des Anstiegs von 45%. Meta in diesem Jahr bereits 35% gestiegen. Der WIX übrigens auch 29%, Amazon 10%. Und das, obwohl Jeff Bezos mal eben im Volumen von 8 Milliarden seine eigenen Aktien verkauft hat. Apple und Tesla sind die schwächsten dieser großen Werte, wie wir hier sehen. Und nochmal zurück zu Nvidia. Man kann sich den sogenannten Skew anschauen, also sozusagen Absicher oder wie soll man sagen, weit aus dem Geld liegende Optionen auf der Ober- wie auf der Unterseite. Und hier gehen die Optionsmärkte offenkundig von einem Sprung nach oben aus, was bedeuten würde, dass Nvidia dann in Richtung 2 Billionen an Marktkapitalisierung unterwegs wäre. Man hat jetzt so 1,7 und ein paar zerquetschte Billionen. Allein im letzten Quartal 50% gestiegen, die Aktie, Marktkapitalisierung hinzugewonnen von 1 Billion Dollar. Da brauchen die Amerikaner schon ziemlich lange, um so viele neue Schulden zu machen, also so 2 bis 3 Wochen ungefähr. Also das wird eine interessante Geschichte. Man erwartet einen Swing von 76 Dollar bei der Aktie und hier eine charttechnische Analyse, wo könnte es hingehen. Hier sagt ein Analysehaus Fairlead Strategies, also solange die Aktie über ihrem 50- und 20-Tages-Durchschnitt handelt, ist alles gut. Der langfristige Support ist knapp über der 500er-Marke. Wir haben jetzt den MACD-Downturn gesehen, also negatives Signal eigentlich. Wie gesagt, kann sich dann später alles komplett wieder drehen. Man steckt nicht drin. Eins ist klar, in Tech-Aktien ist die Euphorie groß. Das sehen wir eben auch an diesem Skew. Hier sind wir in der Nähe von Tiefs, was sozusagen Absicherungen für große Kursschwünge betrifft, was die Tech-Aktien insgesamt angeht. Und manche sprechen hier auch von einer Wiederholung der sogenannten Nifty-50-Aktien Anfang der 70er Jahre. Die haben damals auch durchaus Geld verdient. Und neuere Forschung zeigen, naja, so idiotisch bewertet waren die nicht. Die waren teilweise schon ganz vernünftig bepreist, aber es hat sich dann eben etwas geändert. Und wir sehen, wie die damals nach unten gekommen sind, diese Nifty-50-Aktien. Jetzt sehen wir, dass die Price-Earnings bei den Magnificent Seven ja nicht komplett
teuer, aber nicht komplett sozusagen außerhalb des Fassbaren sind, wenn die Wachstumserwartungen wirklich so kommen. Man wird sehen müssen, ob es wirklich so kommt. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Thema. Vorher 20 Uhr ist das FED-Protokoll, über das wir bei Finanzmarktwelt berichten. Wir werden dann ab 22 Uhr auch natürlich über die Nvidia-Zahlen berichten. Äußerungen mal im Vorfeld des FED-Protokolls von Barkin, Richmond-Fed-Chef, der gesagt hat, ja, also wir machen uns Sorgen, dass wenn die Deflation bei Güterpreisen endet, dass wir dann ein riesiges Problem haben, denn die Inflation im Service-Sektor, im Dienstleistungssektor ist nach wie vor sehr hoch. Und das ist ja genau das, was man in den Zahlen sieht. Wir haben gesehen, die Dienstleistungsinflation ist wieder deutlich angestiegen, aber es beginnt jetzt eben auch bei den Gütern, dieser deflationäre Prozess sich umzukehren. Hier sehen wir mal den großen Unterschied zwischen dem, was die FED-Mitglieder sagen und dem, was die Märkte preisen, einpreisen genauer gesagt. Und diese Differenz, die ist gigantisch groß inzwischen geworden. Die FED hat ja gesagt, Paul hat ja gesagt bei der letzten Pressekonferenz, März sehr unwahrscheinlich, das scheint vom Tisch. Jetzt ist sogar Mai schon unwahrscheinlich. Man geht frühestens von Juni aus, zumindest sagen das die Fed Fund Futures. Und es gibt ja vielleicht verschiedene Wirtschaften innerhalb der USA. Hier sagt zum Beispiel Misch, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Die Homeowner, also die Besitzer von Immobilien, sind die Gewinner, weil die Preise eben gestiegen sind. Während diejenigen, die sozusagen nur mieten, die Verlierer sind, denn die Mieten sind stärker gestiegen als die Kaufkraft. Das ist für Immobilienbesitzer nicht so schlimm, denn praktisch ihre Immobilie ist deutlich mehr wert geworden. Die Amerikaner nutzen dann ihre Immobilie gerne auch als Kreditkarte, kriegen dadurch, wenn der Wert ihres Hauses virtuell steigt, mehr Kredite von ihren Anbietern, von ihrer Bank, von ihrem Kreditkartenanbieter. Und hier sehen wir, dass dieser Trend, der zwischenzeitliche Trend, als es mit den Hauspreisen nach unten geht, nach unten ging, hier komplett wieder umgekehrt ist seit Herbst 2023. Wir sind jetzt im Januar um 5,2% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie Zahlen von Redfin zeigen. Im Januar der größte Sprung seit September 2022. Also das macht schon Sinn, dass sich die Fed sorgt um die Inflation, denn hier gibt es ja die sogenannte Homeowners Equivalent Rent, die in die Inflationsberechnung einfließt und eine sehr große Gewichtung hat. Also die Frage an Immobilienbesitzer, naja, wenn du jetzt die Immobilie vermieten würdest, in der du lebst, was würdest du an Miete nehmen? Das ist die Berechnung, die da einfließt. Also, jetzt nochmal hier der Dauerbulle eigentlich, Tom Lee, gefragt, ja, was ist das größte Risiko? Und er sagt, die Fed ist das größte Risiko. Ich würde sagen, derzeit eher KI-Euphorie, aber da kann ich hier schief liegen, denn hier sagt Tom Lee, also wenn jetzt die Inflationssituation sich wieder verschlechtern würde und die Fed nochmal die Situation neu bewertet, das würde eine Menge Druck auf die Aktienmärkte ausüben. Bisher ja nicht, die Zinserwartungen sind gefallen, die Aktienmärkte sind dennoch gestiegen. Hier sehen wir nochmal, dass letztendlich erst im Juni, am 12. Juni, die erste Zinssenkung erwartet wird. Das war vor zwei Wochen noch ganz anders, vor zwei Monaten noch deutlich anders da. Unten sehen wir sogar, dass eine kleine Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Fed die Zinsen nochmal anhebt. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Aber auch interessant, die kürzer laufenden Break-Evens, also die Inflationserwartungen, die von den Märkten bepreist werden über Swaps, die sind deutlich nach oben geschossen. Also das Narrativ, wir haben die Inflation besiegt, das hatte doch schwere Kratzer bekommen. Schwere Kratzer auch für die E-Autobauer. Die müssen nämlich jetzt Leasingfirmen entschädigen, weil der Restwert der E-Fahrzeuge so massiv gefallen ist, dass die hier eine Kompensation erwarten. Und da diese Leasingfirmen extrem mächtig sind, denn die beliefern eben die Firmen über Firmenfahrzeuge, mussten die Autobauer auch blechen. Am stärksten runtergekommen Tesla Model 3 und Audis e-tron mit der jeweils knapp 30%. Also wir sehen einen massiven Preisverfall, der auch ausgelöst oder beschleunigt wurde durch die Preissenkungen von Tesla. Mehr dazu, zu diesem Blutbad, das faktisch hier die E-Autobauer jetzt getroffen hat, lesen Sie hier. Das ist im Grunde wieder ein Beispiel dafür, dass ein hochsubventionierter Markt nicht mehr funktioniert, wenn die Subventionen wegfallen. Traurig, aber es ist so, dass bringt natürlich die Ziele der deutschen Bundesregierung in Sachen Elektromobilität wieder komplett durcheinander. Und die ist ohnehin schon durcheinander, denn Habeck musste heute wieder die Wirtschaftsprognose senken.
Vision und Planwirtschaft. Der Staat hat eine Vision, die stammt von Habeck und den Seinen, und die soll dann durch Vorgabe des Staates umgesetzt werden. Jetzt sehen wir die Früchte, das funktioniert nicht. Die Wirtschaft ist verunsichert von dem Hü und Hott, von diesem Nicht-Zusammenpassen der Ampel. Der Spalt zwischen der FDP und den Grünen ist schlichtweg zu groß. Böse Zungen sagen auch, naja, es könnte an der Energiepolitik liegen, der Bundesregierung. Nein, auf gar keinen Fall, meine Damen und Herren, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, der Börsenjäger. Da kriegen Sie ganz konkrete Strategien, konkrete Trades, zum Beispiel heute im Euro-Dollar, aber jeden Tag ein anderer Markt. Was kann man tun? Stop hier, Gewinnziel hier. Welche Chancen, Risiken geht man damit ein? Kann ich nur empfehlen. Ich packe Ihnen die Links für die beiden Artikel und für die Anmeldung zum Börsenjäger, die natürlich kostenfrei ist, hier unter das Video. Also diese drei Dinge, 20 Uhr FED-Protokoll und ab 22 Uhr hab 8 auf die Nvidia-Zahlen bei finanzmarktwelt.de. Jetzt sage ich Servus, ciao.